Jo, hi, willkommen, Skid! I wonder how we can reach out to the Azure military. Why are you so interested in them? Because they say the Azure military hires based on ability, regardless of status. That's certainly not how it works in Roshagal. Is that right? Yeah. All of Roshagal's officials are descended from nobility. Traditions are lovely and all, but that doesn't leave a lot of juicy gigs for mercenaries like myself. But I wouldn't want to live in Azul. The clans are always fighting amongst themselves. There's no way I'd be able to concentrate on my studies. Hmm. Different humans have such different priorities. And here you sit, above it all. Correct. I don't intervene in the affairs of human society. Ja. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich direkt das Kit abgespielt habe. Ganz einfach. Ich stehe hier. Wir haben übrigens den Titel bekommen. Mein Gott, gelegentlicher Lauscher hieß der Titel, glaube ich. Ja, ich stand hier, habe das Skit abgespielt. Aufnahme ging nicht. Ja, deswegen bin ich froh, dass unter der Bibliothek die Plaudereien aufgelistet sind. So, gelegentlicher Lauscher. Ja, die werde ich mit der Zeit irgendwann alle haben. Ja, ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir sind aus dem Dorf Hammel leider entkommen, aber ich möchte so schnell wie möglich erledigen, was wir auch erledigen müssen, und wieder zurückgehen, damit ich dieses Mädchen wieder treffe, weil die war voll süß. Ich wollte natürlich sagen, voll süß. So, jedenfalls sind wir jetzt hier im Menü und ja, wir haben letztes Mal, glaube ich, Schwalbentanz gelernt und für Mila haben wir noch eine Schwertechnik. Ja, blöd ist, ich kann die nicht im Menü so gut ausrüsten. Ah. Ach ja, das haben wir auch gelernt. So. Automatisch. Schimmerwirbel. Mach mal. Boah, ich mag das nicht, wenn ein Charakter Magie und Kampftechniken hat. So wie Richard aus Tales of Grace. Da kann ich mich nicht entscheiden, wie ich den... Ne, Richard hatte nur Magie. Okay, du willst kämpfen? Dann komm her, dann kämpfen wir. Elvin. Sonic Truck, ja, ist es. Also die aufgeladene Version, gucken wir mal. Boah, was zum. Okay, wieder. Sag mal. Oh, geil. Oh, ich wusste. Da fällt nur ein. Oh. Ich will mal die anderen Techniken einsetzen. Habe ich das schon mal probiert oder nicht? Weiß ich gar nicht. Ich wollte halt dann schon mal probieren. Weiß ich nicht. Kann sein. Ich bin dumm. Okay. Westlicher Bereich. Oh. Ich meine, ich sehe Dinger. Ach ja, bam, 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 hab ich ganz vergessen. Haben wir auch. Oh Gott. Das war so ein Mann. Komm, Mila, komm mal her. Jetzt werden wir mit dem. Ich will ihn nach oben schlagen. Komm her. Mila? Okay. Aua. Mila, komm her. Jetzt mein Ninjutsu ein. Finde ich gut, dass er so viel liegt, also das geht. Okay. Ich hoffe, es gibt aber wirklich so Luftkämpfe hier. Hat einige Gegner nur in der Luft sind, die man nur anspringen muss. Das wäre doch Hammer. Tales of Symphonia 2 gab es da leider nicht. Weil war der Hauptcharakter auch so auf Luftkämpfe, glaube ich, ausgelegt. So. Da lang. Hm, da ist der Ausgang, okay. Da lang. Los, wir müssen die Treppe hoch. Okay, ich gehe nach rechts. Was? Ja,
Orientierung sind wie ein Stein. Vergiss mal. Oh. Was? Kann einfach das passieren. Oh, ich habe keine TP. Warte mal, habe ich TP bekommen, indem ich getroffen wurde? Ich springe, ich düse auch noch auf ihm los. Du willst mir also eine Kopfnuss geben? Warte, ich kann mir selber eine Kopfnuss geben. Bäm. Ah. Ich kopfnusse deine Schuhsohle. Und es könnte vielleicht etwas dauern, bis du den Schmerz empfindest. Naja. Boah. Oh. Ich wollte nur erst sagen, guck euch dieses elegante Reh. Keine Ahnung. Schaf, Giraffe. Hund. Delfin. Ja, genau. Mann, Elfen. Braucht doch nicht so viel. Braucht doch nicht so viel TP, Mann. Da. Zack. Das war geil aus. Zack. Gegner lassen mich aber auch verdammt leicht dann. Boah. Und man darf ihn nicht unterschätzen. Immer kommt der nächste Boss und macht mich platt. Ich sehe es doch kommen. Puddingkuchen, geil. Ich habe keine Ahnung, was das ist und ich habe sofort weggedrückt. Boah, bin ich krass, ne? Glaubst du nicht? Bist du weg, Mann? Perverses Viech. Immer haben es alle auf die Ärzte abgesehen. Ein Arm schwarze Feder mal rein. Gut. Geh weg. Ein Betäubungsanweis. Ich werde ihn ausrüsten, sobald ich mehr Ruhe habe. Geht weg. Im Moment werden wir nicht so viel betäubt. Oh Gott. Seltsames Fragment. Ich habe schon jeden Gegner hier ins reingewirkt. Gehst du weg? Boah. Warum spiele ich auch so mit der Kamera? Am Boden. Sie hat aber leicht die Gegner in die Luft zu fallen. Verdammt! Nein, nicht schlecht. Dem stimme ich zu. Und so. Ja. Orange-Kubi. Okay. Kitarra-Fälle. Oh, wir sind schon da. Gut. Umso schneller kommen wir zurück ins Dorf. Nur so nebenbei. Ja, okay, schönes Gebiet. Los, wir müssen zurück zum Dorf. Once we cross the Kijara Sea Falls, we'll reach Niakara, the village of the spirits. At least the soldiers didn't come after us. I hope we didn't make trouble for those villagers. They were so kind to us too. Wir gehen ein bisschen zurück. Rashagal's troops showed up. The villagers picked the fight, not us. How can you talk like that? Maybe they were trying to protect us. If you're worried about them, then maybe you should go back. Wunderbare Idee. It was a pleasure knowing you, Jude. Thank you for all of your help. How can you be so cold? You'd rather I get emotional? I'm afraid I don't have that luxury. What is it you humans say? I've no time for waxing sentimental. Oh nee. Because of your mission? Das konnte ich in Tales of Terra ein bisschen nicht abhaben. Alle Charaktere so bitter waren. Only one way to find out.
You'd have to try and see. Well then, you should take your own advice. Huh? Just be yourself and do what you have to do. Maybe then you'll have your answer. I suppose. Don't go thinking you have to act like the great Lord Maxwell here. You're only human. Hey, are you on a mission too? Maybe I am, maybe I'm not. Are you sure you really want to know? Huh? I don't want to make you feel like the odd one out now. So, what are you gonna do, kid? Go back to the village? Yeah. Ja. No. All right. Ja. Let's go. Mann. Ich bleib cool. Hallo, du verdammter. Ich meine, hallo, Ladenbesitzer. I kill you. Nur so. So, Objektladen. Ballern wir einfach irgendwas aus. Ah. Jude, fang. Bring mich nicht dazu, dich zu hassen. Du warst noch voll korrekt. Wie kannst du nur ein Dorf, wo das Mädchen von irgendwelchen Leuten gejagt wird, anscheinend, weiß ich nicht. Die durfte nicht ins Dorf oder so, habe ich mitbekommen. Ich habe nicht so genau mitbekommen, worum es da so ging, ehrlich gesagt. Und ich habe einfach jetzt hier wahllos irgendwas reingeballert. Sie durfte irgendwie nicht zum Platz gehen oder so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich hatte irgendwie ein Blackout. Ich war in einem Moment da und dann war ich im anderen Moment vollkommen woanders. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber naja. So. Ach, ich kann mir die jetzt leisten. Juhei! So, kauft eine Waffe ausrüsten, ja genau. So, und nicht viel. Gut. Oh hey. Wie sieht das jetzt aus? Oh, so ein dickes Ding. Okay. Was ist hier? Nichts. So, Monsters. Kommt her. Oh Gott, wir sind voll im... Ah. Au, au, au. Und Erwin, was machst du mit deinem TP? Der MP. Wie heißen die eigentlich hier? Ich hab das voll vergessen. Dann also sammle ich mit ihm und dann verballere ich wieder. Hat der Frosch gerade Breakdance gemacht? Na, was willst du? Breakdance Fork. Oh. Zack. All in the line of duty. Naturally. Or I'll have you fired. Whoa, hey now. Na, ja, Level Up schaffe ich in diesem Part nicht mehr, ne? Schade, lass ich noch. Zack. Aber warte, warte, warte. Ach verdammt, ich bin mit jemandem verbunden. Jetzt bin ich verbunden. Komm schon. Kriegt doch noch. Ne, er kriegt nicht noch einen. Das ist alle. Ja. Gegend. Oh. Zum Glück können alle hier irgendwie so indirekt heilen. Ja, okay, Jude kann professionell heilen. Das ist ein Arzt. Hallo. Aber egal. So, der Part ist gleich vorbei. Verdammt. Mach hin. Ja, Schwäche Feuer. Ah, wusste ich doch. Schade, kein Level Up. Naja, aber ein Level Up brauchen wir nicht. Aber eine Verabschiedung. Das war's mit Tales of Xilla. Ich gehe wieder zum sicheren Speicherpunkt und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.